wir bei der Platzierung und den Einspielen noch einmal versuchen, das bessere für alle Mannschaften zur Verfügung zu teilweise bei schwierigen Bedingungen, äußerst schwierigen Bedingungen zum Schluss trotzdem Eishockey gespielt haben, mit irgendwo eine Eisarena mit einem Dach bekommen. Vielleicht schaffen wir es. Aber ich bin schon sehr lange hier in München dabei und ich zweifle schon langsam daran, aber man soll nie die Hoffnung aufgeben. Ich glaube, es gibt einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels und wenn man hier sieht, wie viele Kinder die Möglichkeit haben, innerhalb von, oder hatten, innerhalb von 3 Tagen, es haben nicht weniger als 260 Kinder hier in der Eisarena des Freizeitzentrums Stadtbad Möhne gewesen. Eine großartige Angelegenheit und das sollte, und das unterstütze ich selbstverständlich, auch ein Auftrag an die Lokalpolitiker, aber auch Landespolitiker sein. Die entsprechenden Kabinen, die ganzen Möglichkeiten hier nutzen zu können. Ein Danke noch einmal an alle Teams, die hierher gefunden haben zum 27. Egon und Maria Meyer Gedenkturnier zum Abschluss der Saison 14-15 der Möhlinger Dragons. Ihnen insbesondere im U10 und U8 Bereich herzlich bedanken und auch bei den Betreuerinnen und Betreuern, den Trainer U10 Mario Höhle. Einen kräftigen Applaus für diesen Trainer, der sehr viel heuer hier in München bewegt hat.
und auch in Abwesenheit, die waren gestern hier bei der UAR. Da Hannes Geher noch einmal einen kräftigen Applaus. Da Astrid Tonina und den Bernd Flurit, die UAR hier heranführt. Wir haben insgesamt über 50 Kinder heute, heuer in der U10 und Junior, im Meisterschaftsbetrieb gehabt. Würding 2 hat den 10. Platz belegt. Einen kräftigen Applaus für dieses Team. Wir haben ja zum Schluss ein Derby gesehen. Alle bekommen eine Medaille. Noch einmal einen kräftigen Applaus für die Zweiermannschaft, was auch Einzelmannschaft ist. Die Mannschaft wurde geteilt in zwei Teams, ohne etwaige sportliche Wertungen zu fassen. Knapp gewonnen oder gut gewonnen oder mehr Tore erzielt. Einen kräftigen Applaus für die Einzelmannschaft im Blau gehalten. Ich glaube, beide Mannschaften von Mödling haben bis zum Schluss sehr viel Spaß gezeigt. Insbesondere, wir auf einmal alle am Spielfeld waren. Und der beste Spieler bei diesem Finalspiel, das waren alle Spielerinnen und Spieler. Toll, einen Applaus an die rund 140 Kids hier für Messi. Der Preis vom Eissport Marathon geht an die Mannschaft HC Sparta Belka Bites, und zwar betrifft es die Nummer 66, Peter Karasek. Einen kräftigen Applaus für diesen Spieler. So, nun kommen wir zu den Finalehrungen. Einen kräftigen Applaus für dieses Team. Wie man sieht, die Baustoff ist gewährleistet, ist teuer. Landesligameister und den gewonnen. Hier auch noch einen Applaus für dieses Team. Für eine super Saison in Niederösterreich im Bodenhafen. Und nun kommen wir zum Gewinner dieses U10-Turniers. Gestern haben sie schon gewonnen. Beim U12-Turnier haben sie schon einen großen Boot vom Sportstadtrat Robert Meyer mit nach Hause nehmen dürfen. Heute ein weiterer Sieg, ein zweiter großer Boot vom Sportstadtrat Robert Meyer gespendet. Turniersieger U10 ist HC Sparta Belka Bites. Einen Applaus für dieses Team. Turniersieger HC Sparta Belka Bites, noch einmal einen kräftigen Applaus für dieses Team. Aber bitte mehr zusammenstellen, nicht auf die Presse. Mehr in die zusammen, bitte. Wir von den anderen Freunden, Eltern, Verwandten, einen kräftigen Applaus für alle, die hier am Eis sind, die toll gespielt haben beim U10-Turnier in der Eisarena Stadtbad Mödling. Danke noch einmal an alle fürs Kommen und danke für euer Verständnis, dass wir jetzt zum Schluss sehr schwierige oder katastrophale Eisverhältnisse hatten. Ich wünsche allen noch einen schönen Aufenthalt hier in der Eisarena und einen schönen Sommer. Dann ist zu Ende hier nur im Schleifende eine längere Nacht hier in der Kantine-Abschlussfeier. Und der eine oder andere wird heute sich erinnert haben. Und dann geht es in die Sommerferien. Noch einmal schönen Dank fürs Kommen. Einen schönen Abend hier in der Eisarena.